meine Leitung, die da nicht so cool ist. So. Auf ein neues. Diesmal mit, also ich glaube auch nicht, dass das, wenn das hier leckt, dass es an euch liegt, sondern eher an mir. Ach ja. So fängt Skyrim übrigens an. Jetzt kommen keine Aussetzer mehr. Das ist ja schön. Ja, wie gesagt, ich möchte jetzt mal kurz einen Langzeittest machen. Also so ein paar Minuten oder am besten gleich eine halbe Stunde. Einfach um zu sehen, ob das auch so bleibt. Also, weil dann weiß ich wegen heute Abend, ich möchte nicht. Ich habe ja vollmundig versprochen, dass es besser wird. Endlich seid ihr wach. Ihr wolltet die Grenze überqueren, richtig? Jo. Seid genau in den Hinterhalt der Kaiserlichen geraten. Genau wie wir. Und wie dieser Dieb da drüben. Verdammt sollt ihr Sturmmenschen sein. In Himmelsrand war alles in bester Ordnung, bis ihr gekommen seid. Das Kaiserreich hat uns in Ruhe gelassen. Hätten sie nicht nach euch gesucht, hätte ich das Pferd stehlen können und wäre jetzt schon auf halbem Weg nach Hammerfell. Tja. Ihr da. Ihr und ich. Wir sollten nicht hier sein. Es sind diese Sturmmäntel, hinter denen das Kaiserreich leer ist. Mag sein. Wir sind jetzt alle Brüder und Schwestern in den Fesseln, die... Tja. Schnauze! Was stimmt mit dem nicht? Hm? Passt auf, was ihr sagt. Ihr sprecht mit Ulfric Sturmmantel, dem wahren Großkönig. Ulfric? Der Jarl von Windhelm? Ihr seid der Anführer der Rebellion. Aber wenn sie ihn gefangen haben... Bei den Göttern, wohin bringen sie uns? Starke Unschärfen. Aber Sofengarde erwartet uns. Nein, das kann nicht wahr sein. Das kann einfach nicht wahr sein. Dafür stockt es nicht. Ja. Hey, aus welchem Dorf stammt ihr, Pferdedieb? Was interessiert euch das? Kam der aus Iberstadt? Die letzten Gedanken eines Lords seinem Zuhause gelten sollen. Ach, Rorikstadt. Ich komme aus Rorikstadt. Die Talmor. Der Scharfrichter wartet. Gut, bringen wir es hinter uns. Ach, da hinten ist Tullius. Oh. Ach, Ibella, Kynaren, Akatosh, ihr Göttlichen, bitte helft mir. Seht nur, General Tullius, der Militärbefehlshaber. Und es sieht so aus, als seien die Talmor bei ihm. Verdammte Elfen. Ich wette, sie hatten dabei ihre Hand im Spiel. Ja, davon kann man wohl ausgehen. Das ist Helge. Ich habe mal für ein Mädchen von hier geschwärmt. Obwohl Wilot immer noch seinen Wacholderbeerenmet braut. Komisch. Als ich noch klein war, habe ich mich hinter den Mauern und Türmen der Kaiserlichen so sicher gefühlt. Tja, das waren's halten. Warum halten wir an? Aber warum? Was glaubt ihr denn? Hier ist Schluss. Nein! Los geht's. Wir sollten den Himmel nicht warten lassen. Also wenn so ein Stream blockt, dann liegt das an mir. Wenn das laggt, dann könnte es auch am Zuschauer liegen. Ihr müsst es ihnen sagen. Wir gehören nicht zu euch. Das ist ein Irrtum. Das Kaiserreich liebt seine verdammten Listen. Okay. Ulfric Sturmmantel, Jarl von Windhelm. Es war eine Ehre, Jarl Ulfric. Warum geht sie da mit? Die wurde doch gar nicht aufgerufen. Tja. Lob hier von Rorikstadt. Nein, ich bin kein Rebell. Das könnt ihr nicht tun. Halt! Ihr werdet mich nicht Bogenschützen. Er hat doch eine scheiß Fluchtroute, ihr werdet mal ganz ehrlich, wenn er da an den Bogenschützen. Den Bogenschützen nah voran, dann die Turme wäre besser entkommen. Hallo! Wer seid ihr? Na gut, dass es flüssig läuft. So, was bin ich denn jetzt? Also, ich bin kein Nord, das weiß ich schon jetzt, aber. Brauchen wir eine Entscheidung? Was spiele ich jetzt? Rotwardon, Waldelfen, Norg. Nee, der ist hässlich, den nehmen wir schon mal nicht. Nee, Nord fällt aus. Ein Khajiit? Nee, ich will keine Katze sein. Ein Kaiserlicher!
Kommen nur Artefakte bei zu viel los? Ja, es könnte am anderen Koda liegen. Nee, Hochelfen hatten wir schon mal. Die sind langweilig. Nee, die sehen noch böse aus. Nehmen wir einen Breton oder einen Argonia. Nee. Ach komm, nehmen wir hier so einen kaiserlichen. Zack. Ah, passt. Artefakte bei zu viel los? Ich weiß nicht, ob ich das so gut finden muss. Oh, Körper. Ja, Geschlecht lassen wir mal. Vorgaben. Sind jetzt alle nicht so doll. Ja, das ist schon fast kein kaiserlicher. Dann machen wir mal ganz toll Blatt. Oh, Gewicht. Oh, einen richtig fetten Typen machen wir mal hier. Oh. So, Gesichtsfarbe. Ja, da muss ja nicht aussehen wie der letzte Honky Tonk. Nee, machen wir auch mal. Bleiben wir beim Blass. Schmutz. Nee. Schmutzfarbe kann man lassen. Narben. Ich brauche für so eine Narbe, wo nur so eine einzelne Narbe übers Auge haben, aber steht anscheinend nicht zur Vorauswahl. Khajiit auf Dolche, Ork. Jetzt habe ich schon kaiserlich in der Hand. Kriegsbemalung? Nee, sieht schwul aus. Kaiserliche Weichflöte. Na gut, dann nehmen wir einen Khajiit. Wenn es denn sein muss, zack. Da muss ich mir wissen, keine Gedanken machen um das. Ey, weibliche Khajiit sehen, glaube ich, richtig schlecht aus. Kann ich mich ja gleich Minka nennen. Nee, Vorgabe. Oh Mann. Also bei Khajiit habe ich überhaupt keine Vorstellung, wie die aussehen. Ja, wo eher Fellfarbe war. Machen wir mal irgendwie ein rotes Fell. Naja, orange. So, fett sind wir immer noch. Ach nee, das skaliert gar nicht, oder? Wupp. Ah, richtig schön fett machen wir uns mal. So, Kopf, Kriegsbemalung. Brauchen wir nicht. Farbe der Bemalung? Ne, haben wir eh nicht, wenn wir keine haben. Narben? Nehmen wir die da. Eine schöne Kratznarbe unterm Auge. Schmutz haben wir nicht. Fällt aus. Warum sollte mein Gesicht heller sein? Zerrest? Ach, das ist doch Quatsch. Gesicht. So, Nasenart. Die Auswahl hält sich ja in engen Grenzen, muss ich sagen. Ach nee, nehme ich einfach die hier. Nasenhöhe. Miau. Nasenlänge. Okay, da ändert sich einfach mal gar nichts. Kieferbreite. Ja. Ich hasse diese Charaktererstellung. Also ich bin da mal total einfallslos. Standbild? Oh. Standbild ist nicht gut. Kiefervorstand. Wangenknochenhöhe. Wangenknochenbreite. Oh Mann, dass man alles zur Auswahl hat. Wangenfarbe. Noch mehr Rot rein. Lachfalten. Das sind also Lachfalten beim Khajiit. Warum überhaupt ein neues? Ja, weil ich das halt nicht weiterspielen wollte. Das ist ja nur ein Testdingens. Und da bin ich mal die Lücke gefüllt habe. Ich habe ja kein altes gespielt. Heute Abend spiele ich das alte weiter. Also das bereits bestehende. Kinnfarbe? Nech. Ein Quatsch gibt es bei den Khajiit. Das ist ja echt der Hammer. Stirnfalte. Diese Khajiit, also mal ohne Witz. Witzlos, die Freunde, witzlos. So, Augenformen. Haben wir ja vielleicht irgendwelche? Naja. Nehmen wir die. Bei mir kein Standbild. Okay, gut. Dann ist das eine individuelle Sache. So, was haben wir denn? Haben wir hier noch rote Augen zur Auswahl? Oder haben wir hier die ganze... Ja, die sehen angenehm hässlich aus. Die nehme ich. Augenhöhe. Jo, Augenbreite. Jo. Augentiefe. Naja, Lidstrichfarbe. Wer braucht denn einen Lidstrich? Das ist ein Typ. Mein Gott. Bei mir kommt es vor, dass der Stream da hängt. Naja, das ist egal. Lidschatten. Lidafarbe. Ja, machen wir weiter mit dem Rotton hier. So, braun. Braunhöhe. Machen wir mal ganz tief, damit ich auch schön aggressiv aussehe. Braunbreite. Braunlänge. Also wie ich das Gefühl, beim Khajiit passiert da nicht viel. Der ist doch ein wenig menschlich. Nehmen wir den hier. Mundhöhe. Ich will ein möglichst langes Gesicht. Mundvorstand. Oh Mann. Kinnbreite. Nee. Schmal. Also mich nerven ja auch noch diese Testikel da an der Seite. Die müssen doch irgendwie weg. Obwohl, das war ein bisschen wenig. Wenn du später Mods nehmen möchtest, nimm besser Khajiit oder Argonia. Aha, warum das denn?
Mittlerweile sieht er wirklich schön hässlich aus. Ich habe da echt Talent für schlechtes Charakterdesign. So, Haare, Bart. Ach, das ist ein Bart, was ich habe? Nein, das ist nicht. Haare? Khajiit kann Haare haben. Naja, das lassen wir mal lieber. Haarfarbe? Ach nee, ich hatte einen Bart. Hey, weg damit. Ich will keinen Bart haben. So. So, passt. Nimm besser keine. Ja, sehe ich gerade auch. Das ist, ich möchte trotzdem noch diese Seitendinger da weg haben. Was ist denn das? Ist das, fällt das unter Gesicht? Was ist denn das? Kopf? Ja, das Problem ist, wenn ich hier nur ein Ding verändere, dann fällt wieder das... Ach, das ist mir jetzt egal. So. Nein, jetzt habe ich die Nasenart wieder geändert. Nein, das wollte ich doch gar nicht. Das ist garantiert eine andere, die jetzt eben so... Ich bin fertig. R ist fertig. Ben und den Charakter einen Namen geben. Nennen wir ihn Minko. Wie Minka, nur mit A, O. Manche Mods haben kleine Probleme wegen dem Schwanz. Ah. Ja, das... Gehört ihr zu einer der Karawanen, Kanji? Euresgleichen scheint den Ärger ja förmlich zu suchen. Hey. Hauptmann, was sollen wir tun? Er steht nicht auf der Liste. Vergesst die Liste. Er geht zum Block. Och, Mano. Kümmere mich doch nicht einfach. Hauptmann. Es tut mir leid. Wir werden dafür sorgen, dass eure Überreste nach Elsweier zurückgebracht werden. Das bringt mir aber nichts. Folgt dem Hauptmann, Gefangener. Ihr Penner. Ihr könnt mich doch nicht einfach... Ich muss jetzt mal ein bisschen entsetzt tun, also... Das ist jetzt nicht unbedingt was Neues für mich, aber... Ich will nicht sterben. Ulfric Sturmmantel. Manche hier in Helden nennen euch ein Held. Aber ein Held setzt nicht eine Macht wie die Stimme ein, um seinen König zu ermorden und sich auf dessen Thron zu setzen. Ups. Ihr habt diesen Krieg angefangen, Himmelsrand ins Chaos gestürzt. Und nun wird das Kaiserreich euch richten und den Frieden wiederherstellen. Toll. Weitermachen. Was war das? Es ist nichts. Weitermachen. Ja, hätte er mal sofort beendet. Die ist so voll mit dabei. Möge der Segen der acht Göttlichen auf euch ruhen, während wir eure Seelen Etherius übergeben. Um Talos Willen schweigt und bringen wir die Sache hinter uns. Das ist ein Trottel. Hätte er mal länger gewartet. Der hätte überleben können, aber nein. Hätte mal schön, dass sich Sterbesakramente nur zugelassen und hätte sich mal nach hinten gestellt. Lächeln auf mich herab, Kaiserliche. Könnt ihr das auch sagen? Ein Trottel. Also mal wirklich. Kaiserlichen Dreckskerle! Gerechtigkeit! Hä? Das sind Wilot. Wo gehen die ja nicht hinterher hin? So furchtlos, wie er im Leben war. Katze, ihr seid dran. Hä? Katze? Minko, bitte, mein Name. Und ich. Was ist das wieder? Habt ihr das gehört? Ich habe gesagt, nächster Gefangener. Ich will nicht. Block, Gefangener, schön weitergehen. Ja, ihr könntet wisst mal die scheiß Leiche da wegräumen. Also mal wirklich. Ich will nicht sterben. Naja. Das Skyrim ist ja ein sehr kurzes Spiel. Weil man stirbt ja mit 50% Wahrscheinlichkeit gleich am Anfang. Egal, was für ein Charme man sich baut. Ich würde auf Alduin tippen, aber ich glaube, das ist ja gar nicht, oder? Ist es doch Alduin, oder? Ein Drache. Wie ist das möglich? Statt einfach Feuer zu speien, dieser Trottel, Henker, aua. Aber eigentlich nett für den Kaiserlichen, dass sie sich um die Stadtbevölkerung, Aber mal, kommt man nicht irgendwie den Kaiserlichen folgen? Oh, ich nehme Schaden. Aua. 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 Und alles ist unscharf. Doof. Ja, Ralof, lass mich doch mal durch hier. Ja, viel übrig von Helgen ist ja bis jetzt noch nicht. Ja, und? Was ist das für ein Ding? Könnten die Legenden wahr sein? Legenden brennen kein.
Tür. Wir müssen los. Jetzt. Hoch durch den Turm. Los. Boah, wenn es denn sein muss, gibt es hier keine Dolche oder so Zeug? Hätte ich jetzt gerne. Oh. Ach, ist doch Alduin. Hätte ich jetzt auch gerade, glaube ich, im Chat nachlesen können. Alter. Können Khajiit weiter springen jetzt nochmal?